Weiß nur nicht wo. Oder auch nicht. Gut, mir ist das doch egal, ganz ehrlich. Komm ich nicht rein? Wo ist denn hin? Verflucht! Der Raum ist doch nicht so groß, ne? Ich muss doch den Weg finden können. Plax! Ich dachte, hier hätte mich jemand getroffen. Brauche ich nicht. Na gut, dann gehen wir mal wieder hoch. Offensichtlich können wir hier nichts... Nein! Du sollst doch sprinten, Mensch! Penner! Bleib stehen! Ich hau dir aufs Maul! Penner! Penner! Boah! Gehst du mir auf den Keks, Junge? Gehst du mir auf den Keks? Komm, nimm mal die Pfeife hier. Ah, okay, die ist auch schon nicht ganz so... Wo wird meine Energie wieder angezeigt? Ach, okay. Was hing hier? Oh, ey, diese verschachtelten Level, ne? Ja, da wird man echt klaustrophobisch direkt hier. Okay, Garn. Interessant. Kann ich wieder raus? Ah, okay. Jetzt gebe ich hier weiter. Autospeicherpunkt, okay. Erstmal einen Überblick verschaffen, was hier so rumfleucht. Push! Push it to the limit! Okay, wo ist der Arsch? Chain Meat, okay. Chain Attacks are extremely damaging attack sequences. To initiate a double tap. Okay. Gut, das heißt, ich soll zweimal R1 oder L1 drücken. Wenn ich nah an einem Gegner bin. Verstehe, okay. Stimmt, da gab es ja auch noch, ey. Boah. Ich fliege hier von dem Spiel einfach vergessen hab, ne? Das ist unglaublich. Arschloch. Pam! Scheiße, ich hab's verpeilt. Weil ich zu dumm bin. So. Bams! Bist du tot? Schön. Ich glaube, das Chain Meter, das level ich, glaube ich, auf. Environmental Kill, when an AI is in a defeated state on his knees, approach and Ah, okay, alles klar. Kann ich so einen kleinen Fatality machen. Komm. Scheiße. So, okay. Was machen wir denn mal? In Fernseher oder was? Oder haben wir noch eine andere Möglichkeit? Wir haben nur Fernseher zu kaputt machen, okay. Pam! So muss das. Na, alles gut? Offensichtlich nicht. Oh. Okay, das ist jetzt schon nicht mehr ganz so ein normaler Typ. Ich bin zu doof, diese Scheiße da anständig hinzubekommen. Bam! Er lebt immer noch, ich glaub's ja nicht. Bleib liegen. Ah, was ist das für eine Suppe? Egal. Energie brauche ich noch nicht, das ist schön. Ich brauche aber eine Waffe. Ja, nehmen wir erstmal das Brettchen mit. Ist schon in Ordnung. Okay. Das Schlimme ist, wir wollen eigentlich nur ein Trinken gehen, ne? Und jetzt schaut uns an. Hey, wait! In Ordnung! Was macht der Helikopter da oben? Ja, auf jeden Fall, wir müssen eigentlich immer so ein bisschen Ausschau halten nach diesen Sonic-Emittern. Weil die sind hier überall quer versteckt. Wie gesagt, Tote. Alter! Ich hab hier schon. Ich muss schon sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen erschrocken. Penner, ey. Na, die können überall sein. Tote Vögel sind auf jeden Fall ein Indiz dafür. Schauen wir nochmal. Hier ist nichts. Okay, ich kann die Tür zumachen. Toll. Kann ich da rüberklettern irgendwie? Ach so. So einfach geht das. Explodiert das jetzt? Okay. Gut, dass ich Abstand genommen habe, auf jeden Fall. Ne, mir hat das Spiel damals auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich kannte halt sowas noch nicht. Okay, Dreieck, Status. Hm.
Scheiße. Ich glaube, ich werde jetzt abgeschossen, ne? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich meine, ja. Oder ich vertue mich gerade wieder mit dem Spiel. Kann durchaus sein. Möchte ich nicht ausschließen. Ja, komm, wechseln wir mal. Ja, wir haben heute übrigens den 15. September, Dienstag. Ich habe immer noch Urlaub. Finde ich wundervoll, echt. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, schon Sonntagnacht eigentlich aufnehmen. Dann habe ich mich aber erstmal für Alf's Escape entschieden, weil ich ja spontan herausgefunden habe, dass es ja doch schon draußen ist. Wollte ich eigentlich gestern aufnehmen, aber ich war gestern so unfassbar faul, ne? Da habe ich gedacht, so, mach's dir jetzt. Warte nicht bis Abend. Habe gerade mit dem Rick 2 Stunden aufgenommen. Was werfen? Ah, guckt ihr da oben. Ich gehe da gleich mal ein bisschen heran. Dann zeige ich euch mal, wie man das auch noch rausfinden kann. Rokutsu! Wer kennt sie nicht? Die renommierte Automarke Rokutsu. Ich kann da lang. Wenn ich da jetzt nämlich nah dran bin, erstmal hören wir das. Und? Das tut so weh. Was heißt, da können wir das Ding einfach dagegen schmeißen und das Ding ist kaputt. Wie sich das gehört. Ja, da war ich heute beim Friseur. Ja, endlich, ne? Weil das wollte ich gestern ja auch schon gemacht haben. Ich war gestern wirklich so faul. Ich habe mich dafür gehasst, dass ich so faul war. So, okay, da kommen wir wieder zurück. Das ist gut. Ich würde ja schon gern möglichst viel hier herausfinden, beziehungsweise auch möglichst viel sehen und auch finden. Ich werde mir jetzt aber nicht in Anspruch erheben, hier 100% machen zu wollen, weil bei den Leveln, das ist nicht Spaß. Also, es macht keinen Spaß. Na, hier geht's weiter, okay. Ich muss erstmal hier um. Ah, okay, das ist der Eingang. Ja, ich gehe mal davon aus, dass hier wahrscheinlich noch irgendwo ein Geheimnis sein könnte. Schauen wir nochmal nach. Open the gate. Was muss man nochmal beim Dings finden? Diese grünen Steinchen da hier, ne? Bei Condemned 1. Okay, da komme ich aufs Dach, so wie es aussieht. Muss ich da hin? Wahrscheinlich nicht. Okay, bitte einfach hoch. Danke. Aber wir hören. Hören wir was? Also wir hören auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich sehe jetzt hier gerade nichts. Seht ihr was? Nee, ne? Ich höre es jetzt auch nicht mehr. Ja, doch. Ich weiß nicht, ob es zum Spiel gehört. Oder weil es jetzt kommt, weil ich hier stehe. Ich weiß es nicht, okay. Gehen wir wieder runter. Okay, wahrscheinlich ist es vom Spiel einfach nur... Ich nenne es mal Musik. Wenn man es denn so nennen kann. So, okay. Und das meine ich, jetzt weiß ich einfach schon nicht mehr weiter. Also nicht mehr weiter, aber ich muss erstmal gucken, wie ich wieder zurückkomme. Okay, so, dann ist das erstmal soweit... Bari. Hier ist auch nichts drin. Ach, das bin ich mit den scheiß Fässern. Ah. Verdammt, ey. Steht hier. In Anarchie A. Naja, gut, okay, komm. Dann. Erinnere mich so ein bisschen an Venom, ne? Von Spider-Man. Okay. Hallo? Ne? Hier soll gerade hier einer. Ah! Oder auch nicht. Kann man hier irgendwas machen? Das könnte ich austauschen, die Waffe ergibt aber keinen Sinn. Soll ich dich aufmachen? Door blocked. No smoking, caution, door blocked. Warum macht man denn ein Schild da drauf, dass die Tür blockiert ist? Ohne Scheiß. Da kommt man nicht durch, okay. Ach guck, hier ist noch eine Tür. Okay. So. Einfach nur einen Weg ins Gebäude finden. Soll eigentlich nicht so schlimm sein, nicht so schwierig. Ja, ich habe dich noch gesehen. L3 zum Kicken. Kriegen wir hin. Warum ist denn meine Waffe schon kaputt? Bombs! Bleib liegen! So. Scheiße, ich hab dich nicht gesehen. Jawohl. Penner! Oh, stirb doch mal, Junge. Denkst du, weil jetzt hier ein bisschen in Öl gebadet bist, dass du jetzt eine coole Sau bist, oder was? So, okay, jetzt brauchen wir doch mal langsam Energie, scheiße. Arg. Okay. Ist aber echt krass, weil wir müssen ja bedenken, ne? Wirklich, ich bin hier eigentlich nur gerade vom Saufen gekommen
Dann sehe ich den Van Horn, wie der mir irgendwie schweiße Scheiße ins Gesicht spuckt. Jetzt hänge ich hier fest. Toll. Ja, wenn man so mal auf dem Rückweg vom Trinken passiert. Nee, da hätte ich keine Lust drauf. Ah, schön. Energie. Dankeschön. Ja, man kann sich keine Energie auf Vorrat hin mitnehmen. Finde ich ein bisschen schade. Warum die sowas nicht da einbauen. Aber okay. Wobei, ja gut, wenn man natürlich verführt ist, selbst Medipacks zu haben, ist halt immer so eine Sache, ne? Weil ich benutze die nie, weil ich zu geizig bin. Darf ich die zerstören oder macht ihr das jetzt schon wieder? Was war das? Ist ja gerade kurz gelaggt. Ich kann es gar nicht zerstören. Ich brauche das gar nicht zu zerstören. Keine Sau! Bums! So. Okay, sonst noch jemand hier? Scheiße. Fuck. Spawn die da endlos? Ich hoffe mal nicht. Ja, geh von mir aus hoch. Ist mir egal. Wenn du da in Sicherheit bist, gerne. Oh, jetzt kommt die Sonne aber so richtig heftig raus. Scheiße! Ich sehe doch nichts. Oh mein Gott, Sonne, echt, verpiss dich, ich hasse dich. Ne? Du warst den ganzen Tag, hast deine Scheißfresse nicht gezeigt. Und jetzt, wenn ich hier mal aufnehmen will. Bei diesem unglaublich hellen Spiel natürlich auch, ne? Okay, ja gut, ich muss scheinbar offensichtlich auch hoch. Gut, dann gehen wir halt hoch. Kostet ja nichts. Hier ist nichts, okay. So. Weil der da oben rechts immer noch. Ja, der hatte gerade ein bisschen Probleme gehabt, auch mit dem Spiel starten, weil er so wollte ein Update runterladen, dann ist die PlayStation immer abgekackt. Wenn ich beim Spielstand das Update runterladen wollte. Ja, bleibt natürlich auch auf der Stelle stehen. Klar, ne? Ich habe nur gesagt, soll es weitergehen. Oh mein Gott. Ah! So. Und ich hatte heute richtig Schwein gehabt. Ich wollte beim Einwohnermeldeamt. Habe mir meinen Reisepass beantragt. Und ich kam gerade rein, da kam eine Frau an und hat gesagt, wollen Sie direkt mit zu mir kommen? Weil ich besetzt meinen Platz. Hab gedacht, ja, klar, warum nicht, ne? Hab jetzt schön meinen Reisepass beantragt. Okay. Das ist wohl jemand jetzt Kapotski, wa? Da oder da? Achso, ist egal, der Zaun ist offen. Dude. Alter, der Bass hier, der vibriert so hart, dass meine Matratze vibriert. Okay. Ach, hier muss doch irgendwas sein. Das ist das, was mich an Monolith-Spielen so stört. Dass hier wirklich so viel Platz ist, wo nichts passiert. Oh, das war unfair. Der hat gerade dran geleckt, als ich schlagen wollte. Legt sich da was? Nee, ne? Okay. Gut. So. Ich laufe gerade wieder zurück. Na, runter, weiter, runter, weiter. Ich geh jetzt mal runter. Na, okay, ich gehe nicht runter. Da geht's wahrscheinlich weiter. Gehen wir erstmal oben lang. Ach so. Ich habe verstanden. Okay. Dann gehen wir doch runter. So. Ne? Brauche ich Energie? Nein. Wird jetzt eigentlich hier mein Chain Meter. Hat er schon Miete bezahlt? Oh, jetzt krieg ich die Tür schon wieder nicht auf. Ah, Junge! Du bist doch vorhin auch so schön eingetreten. Mach das doch einfach nochmal. Es gefällt mir nicht, dass er die ganze Zeit jetzt speichert. Finde ich nicht gut. Knack, knack, knack. Ich hätte meine Festplatte gleich wieder gefrackt ist. Guck mal. Wo zum Teufel muss ich hin? No trespassing? Ach, Menno. Ja, jetzt bin ich hier. Toll. Hm? Kann da nicht hochgehen, weil es ist die falsche Seite. Nicht schön sowas. Nicht schön. Hat sich jetzt hier irgendwas geöffnet? Das weiß ich halt nie. Boah. Das sieht alles aus wie die Darkness hier. Unfassbar. Muss ich hier lang?
Ist hier vielleicht noch irgendwo tote Vögel oder sowas? Ah, okay. Some cases detect with the environment. Throw a web at the ladder. Ah, alles klar, okay. Also müssen wir da eine Waffe hinwerfen. Ich muss mal nach oben gucken. Hier ist aber nichts mehr. Schade. Pong. Wo ist meine Waffe? Dankeschön. Ich habe gesagt, Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Ja, gestern war auch noch mein Bruder bei mir. Haben wir ein paar Bierchen getrunken, ein bisschen was gezockt. Frontschwein unter anderem auch. Und Tech Deck Tournament 2. Und dann noch das dritte Spiel. Ich weiß nicht, inwiefern ihr New Tasty Alf's Escape verfolgt habt. Da habe ich ja gesagt, dass ich mir aus Versehen ein Spiel gekauft habe aus dem PlayStation Store. Aus dem amerikanischen LA Cops. Das haben wir ja auch noch ausprobiert. Das ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Das ist gut. Also, das ist wirklich sogar nicht nur gar nicht mal so schlecht. Das macht sogar ziemlich Spaß. Von daher ist der Fehlkauf, beziehungsweise der aus Versehen entstandene Kauf nicht ganz so schlimm. So, hau ab. Ja, mit Reichweite muss ich ja noch ein bisschen gucken, dass ich das wieder auf dem Schirm habe. So, Schwein. Das kann ich eigentlich hauptsächlich mit Sturmangriffen, glaube ich, ganz gut kaputt machen. Da ist nur mal Energie drin wahrscheinlich. Klettert hier die Penne jetzt hoch oder runter oder so? Wo kommen die her? So, okay. Da dran ist die Waffe kaputt gegangen. Ernsthaft? Ist doch nicht dein Ernst. Ach, egal. Aber hier muss doch noch irgendwo irgendwelche Sonic-Emitter sein. Oder, da hinten. Ich komme leider nicht hin. Ich brauche immer zum Werfen. Ach, guck mal. Ein Ziegelstein. Pumps! Hast du davon. So, okay. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr so genau, wie lang das Spiel ist. Ich schätze mal ungefähr, der Umfang vom ersten Teil könnte es ungefähr sein. Spring runter! Okay. Och, Mann. Ach, Mann. Jetzt müssen wir auch noch nach Van Horn suchen. Der haut doch einfach die ganze Zeit vor uns ab, ne? Wenn der nicht auf uns hören will, dann würde ich ihm auch gar nicht folgen. Rollstühle sind auch gruselig. Vor allem, wenn sie von alleine da hinten rumfahren. Eine Krücke. Wie geil ist das denn? Kommt her! Ich bin behindert. Also nicht behindert in Form von einer Behinderung, die jetzt irgendwie nicht irreparabel ist, aber auch ein gebrochenes Bein ist eine Behinderung. Ne? Also nicht, dass ich jetzt hier meine Political Correctness wieder, oh mein Gott, irgendwie jetzt hier missachtet oder behauptet, sie wäre nicht vorhanden. Ist ja auch nicht, okay. Aber in diesem konkreten Fall schon. So, wo müssen wir denn hin? Gehen wir doch mal zum bewegten, das ist also hier zu dem sich bewegenden Rollstuhl. Aber ich höre hier, ne? Ah, ne. Ich meine nicht, dass ich Angst vor denen habe, aber ich habe dann immer das Gefühl, dass ich da weiterkomme. Das möchte ich ja noch gar nicht.